Der Phosphatkreislauf findet in den Seen statt. Dabei steht er nicht im Kontakt mit der Luft, sondern hauptsächlich in den tiefen Schichten des Sees. Phosphor kommt in der Natur als Phosphat oder in organischen Bindungen vor. In den See gelangt das Phosphat durch Verwitterung oder Erosion von phosphathaltigen Gesteinen, zum Beispiel aus Vulkangestein oder Apatit. Dieses kann sich auch im Sediment ablagern. Das Phosphat wird von der Pflanze durch Wasser und auch Sediment über die Wurzeln aufgenommen. Für die Pflanzen ist Phosphat ein wachstumslimitierender Faktor, er dient als Dünger. Denn er wird für organische Verbindungen wie ATP oder DNA benötigt. Ohne Phosphor kann sie ihre Lebensvorgänge nicht am Laufen halten. Beim Absterben der Pflanze wird das tote organische Material von den Desturenten zersetzt. Dabei gelangt das Phosphat wieder in das Wasser. In dem Kreislauf sind auch Lebewesen vorhanden. Hier der Fisch. Der Fisch nimmt das Phosphat über die Nahrung in Form von Pflanzen oder Kleinstlebewesen auf. Auch Fische benötigen Phosphat für organische Verbindungen. Abgeben tun sie diese über Ausscheidungen oder nach dem Tod durch Zersetzung durch Destruenten. Im Wasser gelöst reguliert Phosphor den pH-Wert des Sees. In sauren Gewässern nimmt das Phosphat ein Wasserstoffion auf und es entsteht ein Hydrogenphosphat. Dadurch steigt der pH-Wert. In alkalischen Gewässern gibt das Hydrogenphosphat einen Wasserstoff ab. Damit sinkt der pH-Wert. Dies ist ein sogenannter Puffer, welcher den pH-Wert reguliert. Das Phosphat kann auch aus dem Kreislauf austreten. Der Ausschluss findet bei aeroben Bedingungen statt. Dieser entsteht, wenn Pflanzen vermehrt Sauerstoff produzieren. Bei dem Ausschluss reagiert das Phosphat mit Eisen 3 zu Eisen 3-Phosphat. Dadurch wird der Dünger der Pflanze ausgeschlossen und das Pflanzenwachstum wird reduziert. Wenn der Sauerstoffgehalt sinkt, da es weniger sauerstoffproduzierende Pflanzen gibt, herrschen anaerobe Bedingungen und die Rückreaktion findet statt. Hier ist noch einmal der Kreislauf im Überblick.